ganz normale Bären zum Zähmen, weil wir nichts anderes haben. Mhm. Man könnte auch irgendwann mal Kibbel nehmen, aber wir haben ja wir sind ja noch mitten am Anfang. Ich bin ja jetzt gerade mal seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden und 15 Minuten. Ja, das war doch das Falsche, scheiße. Da hat man noch nicht unbedingt die ganzen Kibbels. Ach, da ist das Dach, ey. Mann. Level up. Und das falsche Dach hergestellt. Miau, miau, miau. Level 42. Ich werde nochmal gucken, ob der Metallspot nochmal gespawnt ist, weil wir brauchen unbedingt Metall. Dann kann ich dir eventuell auch mal schon eine Longerdecke machen. Das ist so gut, ja. Wir müssen sie ja noch nicht benutzen. Aber dann haben wir sie schon mal da, falls noch mal so ein Basilisk oder sowas kommt, dass wir den schneller erschießen können. Ich porte mich auch mal ganz kurz durch die Biome mal vor euch, weil ich gesehen habe, dass viele von euch das noch nicht gesehen haben. Dann pack aber sicherheitshalber dein Zeug weg. Ich tue meinen Großteil meiner Sachen weg. Ja, zumindest das Werkzeug und die Armbrust auf jeden Fall. Ich tue einfach alles weg, ich brauche. Ja, mach die einfach nackig, weil ich das nicht so in den Sumpf teleportest, dann kommt da auf einmal ein Kapo angesprungen. So, auf das tue ich mal weg, das tue ich mal weg. Was? So. Oh, Skydrive, dankeschön! Danke für den Twitch Prime. Warum lasst du mich aus? Ich liebe sie, wenn sie lachen, die Kollegen, wie heißen sie nochmal? Die Minions. Die Minions finde ich gut. So, pass auf, Leute. Das Feuer kann so lange laufen. Und ich porte mich mal ganz kurz für euch mal durch die Gegend. Einfach mal, naja. Ich muss die Helena wieder zurückrufen. Wie holt man die nochmal zurück? Mit T gedrückt halten, Helena rufen. Da ist sie. Hallo. Hallo, sag mal hallo. So, dankeschön. Dann porte ich mich mal ins Ocean-Gebiet. Einfach nur mal so zum Spaß. So, da bin ich übrigens ganz am Anfang hingespawnt. Weil ich wollte eigentlich dort bauen. Wenn der Trike mitgekommen. Oh nee, der Trike kommt mit. Die ganzen Tiere, scheiße, ich bin zu nah dran. Er ist im Ring raus. Ja, mach schon. Man sollte nicht die Tiere oder irgendwelche Leute mitnehmen. Oder besser gucken, dass die nicht dabei sind. So, ich porte mich da mal rein. Nee, heute kein Murmeln. Kleiner, nur fein. Hallo, Buddy Time. Oh, was? Krillin ist online. Er hat's geschafft. Applaus, Applaus. Oh, hier liegt ein Toter. Zaubermeister. Noch 1 Stunde und 22 Minuten. So. Das ist übrigens auf diesem Server, also auf dem Server, weil so viele Leute hier gebaut haben, ein bisschen langsamer alles. Beim Teleportieren wird mir immer etwas schwummrig. Wer liegt denn hier? Yasin, hallo. Godbro. So, das ist das Gebiet, das Ozeangebiet. Das sind jetzt die ganzen Inseln. Auf diesen Inseln kannst du auch bauen. Aber ihr seht, auf einer Insel, wie der jetzt hier, hat jetzt hier gebaut, hier ist nichts. Hier sind 2, 3 Büsche. Ein Baum. Das war's. Und das war's. Und seine Bude. Gucken wir mal rein. Also, das ist natürlich das Schwere an dem Gebiet. Es gibt hier nichts. Also musst du schon damit auskommen, was du dann nicht hast. Schön. Schöne Bude. Gucken wir uns das mal an. Mit. Oh, guck mal, hier kann man Wasser saufen. Gratis Wasser. Und für die Leute, die das jetzt gerade gar nicht kennen, Genesis, unten rechts sieht man so ein rosanes Ausrufezeichen. Das bedeutet, wir sind in einem Questgebiet, weil man ja bei Genesis auch Quests machen kann jetzt. Und dafür kriegt man Punkte. Und diese Punkte kann man dann eben ausgeben, wenn man bei der Helena drauf guckt, E gedrückt hält und dann sagt man hier Hexagon tauschen. Und dann gibt das. Ist dann Hexagon Exchange.
Hexagon Exchange. Da kann man eben Sachen kaufen. Hier. 5 kosten 350. Oder hier gibt es diese Loot Case. Es gibt ja keine Loot Case mehr, die immer vom Himmel kommen. Das kann man jetzt. Ich gucke mich nur um. Ja, alles klar. Das Gebiet ist aber nicht eigentlich gedacht für die. Für die. Für die Inseln. Sondern da hinten, genau da, ist nämlich. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich wollte ins Wasser springen. Dann ich springe runter, dann ist halt auch noch eine scheiß Kante, ey. Okay. Ich spawn mal rein ins Wasser. Dann zeige ich euch die Schildkröte. So, bin ich schon wieder bei dem? Nehmen wir jemand anders. Das ist eine schönere Insel. Die hat mehr von allem. Und da ist sogar ein Floß. Ah, da ist der Baldinus. Okay. Der uns gewarnt hat bei uns im Biom. Ja. Von den Basilisken. Der tötet gerade die Basilisken. Ah, okay. Der ist nämlich auch, weil ich mich gerade wieder zurückgeportet habe, der ist nämlich direkt auch am Spawn, so gesehen. Das Ozeangebiet ist dafür eben gedacht, dass man wirklich im Ozean oder auf dem Ozean baut. Mit dem Floß oder eben mit der riesengroßen Schildkröte. Ihr seht übrigens, in dem Ozeangebiet verliert man ganz, ganz, ganz wenig Sauerstoff. Ihr seht, ich schwimme hier ganz gemütlich und der Sauerstoff ist noch voll. Das ist dafür gedacht eben, dass man wirklich im Ozean lebt. Oh, hier unten ist ein Glitch. Und hier gibt es dann diese Bubbles, da kann man sich noch ein bisschen Luft holen. Oh. Ja, mit dem Draufhaus. Weg von mir! Weg von mir! Und wenn man jetzt durch dieses Art Portal hier läuft, dann kommt man in diese Art Terrarien rein. Ich gehe da mal rein. Für euch. Da freuen sie sich, wenn ich mir die Knochen breche. Einfach ein bisschen tiefer schwimmen, Dix. Zack. Moritz. So, und das jetzt bin ich in so einer Art Terrarium-Welt. Wo ist der Glitch? Ich will zu dem Glitch. Wo war denn der jetzt? Da hinten. Hopp. Und das kann man eben hier innen drin bauen. Das wäre dann sowas wie eine Unterwasserhöhle. Aber die sind eben getrennt. Die sind getrennt. Vom. Ah ne, da habe ich natürlich nichts zum, dabei zum Abfarmen. Mal zuhören. Guten Morgen. Schrägstrich. Tag. Schrägstrich. Abend. Ich bin Heilen A. Und dazu da, dich durch die Genesis-Simulation zu führen. Bist du bereit für das Abenteuer? Name hier einsetzen. Sorry. Diese Störung hat einige meiner verbalen Prozesse neu gestartet. Jetzt sollte alles wieder okay sein. Das finde ich übrigens, diese HLNA oder die Helena-Drohne, finde ich sehr cool. Und ich hätte das ganz gerne auch irgendwie gehabt, schon bei ARK vorher, dass die Geschichte erzählt wird von ihr ab und zu mal. Das finde ich, das hätten die irgendwie machen sollen. Unser Strike ist gleich fertig. Ah, cool. 93,3. Juhu! Weißt du, was mir gerade einfällt? Loco, danke schön. Der Stone hat den Tag mal nachgeguckt, laut Wiki, also nicht hundertprozentig, da stand zum Beispiel auch Wivern drin. Es soll eventuell halt auch Gasbags geben. Ah. Kannst du die dann fliegen? Weil die fliegen ja nicht wirklich. Weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht sagen, weil irgendwie alles zählt ja nicht. Die zählen ja, glaube ich, nicht als Flugtiere, weil die springen ja an sich. Wenn man so sieht, und schießen sich dann ja mit Luft hoch. Martha, gute Nacht. Also bleibt noch dran, wenn ihr noch die anderen Unterwasser-Biome sehen möchtet. Ich guck mal, ob ich jetzt noch. Ah, das ist ein Unterwassertornado. Guckt euch das mal an. So sieht ein Unterwassertornado aus. Und wenn ihr in diesen Tornado reingeratet. Da werdet ihr mehr oder weniger. Dann schleudert er euch einen. Gratis. Ohne Bezahlung. So. Rausgeschleudert. Aber nicht gegen die Wand, bitte. Haben sie schon cool gemacht. Gefällt mir richtig. Ich will mal wissen, was mit dem Boot passiert, wenn ich mit dem Boot auf dem Tornado rumfahre. Vielleicht wirst du im Kreis gedreht und kommst nicht raus. Also kommst du von der Stelle weg. Ich wollte eigentlich noch eine Schildkröte für euch
ganz kurz suchen, damit ich euch das auch mal ganz kurz zeigen kann. Foxy, schieß los. Oh, endlich raus. Das Wassergebiet ist das eines der schwersten, glaube ich, war Mittel, ne? Nee, hart. Aber. Mitte ist Eisbio. Lunar und Magma sind schwerste. Gibt es eigentlich Wölfe? Ja. Ah, und das ist das mittlere Gebiet oder was? Okay. Wo Wölfe sind. Ich war heute auf dem Metisor, war ich längere Zeit mal im Eisbio. Glaub mir, die Wölfe sind das kleinste Problem, da sind überall Terzis. Also wirklich massenhaft. Du gehst da zwei Schritte und musst Angst haben, dass da wieder ein Terzi neben dir steht. Akku auf dich wird. Ich muss mal schnell hier weg. Hallo, reiner Zufall. Ich muss schnell weg, weil jetzt gerade die alle Elektrophoren hinter mir her sind. Die haben ja so eine mega Range. Ich glaube, die holen dich aber ein. Nee, ist okay. Okay. So. Ein Teil habe ich euch gezeigt. Hätte euch gerne die Schildkröte noch gezeigt. Aber die Schildkröte ist irgendwie gerade abhanden. Ich porte mich mal zum nächsten Gebiet. Schildkröte hat Urlaub. Vulkangebiet, da sind wir ja gerade. Moorgebiet will ich euch jetzt nicht zeigen. Wie geht man in die Antarktis, ins Nordgebiet? Da ist noch kälter. Teleport, bereit. Mal gucken, wie lange du überlebst. Letztes Mal bin ich eigentlich recht gut dadurch gekommen. Unser Trike ist fertig, er ist 154. Oh, jetzt haben wir einen Low-Pop-Trike und einen guten Trike. BuddyTime fragt, kannst du mir sagen, wo es Perlen gibt? Ja, im Shop. wo es sonst Perlen gibt, weiß ich gerade ganz ehrlich gar nicht. Ob ich habe, da wo man die Magmasauren Eier holt, verrate ich jetzt nicht wo, müsst ihr selber rausfinden. Aber in der Höhle, wo man die holt, da gibt es schwarze Perlen und weiße Perlen zum Abbauen. Okay, wo war das? Koordinaten bestätigt. Dankeschön. Das müssen Sie selber rausfinden. Das ist ja, da ist ja ein besonderes Tier drin. Ah, hier baut jemand. So. Die Magmasaurus-Höhle. Hier sind wir jetzt in dem Eisgebiet. Sekunde, ich muss noch alles laden. Hier hast du harte Nippel, aber so richtig harte Nippel. Also ich werde nicht lange überleben. Hier bauen zwei Leute. Welcher Tribe ist das? Unsere kleine Farm. Süß. Ist schon wieder ein Tribe. Die Texturen müssen immer noch geladen werden. Das ist immer, wenn ihr teleportiert, jetzt sind sie da, okay. Wenn ihr teleportiert werdet, ist das sowas wie, als ob ihr ganz kurz in ein neues Spiel ladet. Und deswegen gibt es dann die ganzen. Oh! Ja? Was ist das? 120er Sony. Okay, cool. Direkt Max Level. Ihn werden wir doch nehmen. Ja? Willst du ihn selber reinziehen? Ja, der ist auch eine ganze Strecke entfernt, aber hier ist gerade nichts Gefährliches. Außer der Sony. Naja, was heißt gefährlich? Der tötet gerade noch einen Agi. So, das ist das Eisgebiet. Ich zeige euch mal ein bisschen, aber das Eisgebiet finde ich am dichtesten. Dichtesten gebaut oder besser bewuchert. Und da sieht man echt schwer immer irgendwas. Oh, ich bin schon jetzt. Bärchen kann ich so essen. Ah, jetzt ist auch noch gerade dunkel. Ausgerechnet. Sieht man doch was? Ich weiß es nicht. Seht ihr noch was? Oh, das ist ein Glitch. Den will ich noch haben. Komm ich jetzt hier runter? Komm ich denn jetzt hier runter, Mensch? Oh! Profimo, wenn man keine Stacheln vom Zorni abhaben will, hinlegen. Autsch! Nein, jetzt muss ich dem Sony helfen. Los, denkst du schaffst es bis zum Glitch? Oh, ich bin tot. Ich hab mir gerade. Konzentrier dich! Du kannst es! Konzentrier dich, du kannst es! Tot. Okay, dann gehen wir mal in das Lunargebiet. Das ist wirklich sauschwer und das macht echt voll Spaß. Ich gehe gleich nochmal ins Eisgebiet und auch nochmal in das Wassergebiet und zeige euch nochmal die Schildkröte. Aber wenn wir schon mal einmal jetzt gestorben sind. Doch, kein Glitch, genau. Glitch hat sich ausgeglitscht. So, was ist, wenn man im Lunargebiet ist? Oh, ein Wal! Hallo! Hoppa.
Man also springt in die Luft. Du darfst mich ruhig anschießen mit deinen Stacheln, aber nicht beißen. Weil ich glaube, du tust ein bisschen weh mit Level 120. Und erst drin. Hallo Val, komm zu mir. Bleib bei mir. Schwerelosigkeit. Völlig losgelöst von der Erde. Geh doch nicht weg, du. So, das ist das Lunargebiet. Voll schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist auch die Schwerelosigkeit ist richtig cool. Es ist fucking kalt hier drin. Oh, da. Ja, zurück. Los zum Wal. Komm, wir haben doch keine Wahl. Ja, komm zu Papa. Wir wollen dich bald zähmen. Komm her. Oh Gott, hier darf ich nicht hin. Ich weiß, ich darf hier nicht hin. Aber doch, ich will jetzt hier hin. Komm zum Wal. Schwimm nicht weg. Hier wirst du gerade geröstet. Seht ihr das Zeichen? H drücken und dann steht dann da Strahlung im Freien über Dingsbums. Gut. Der Dex kennt da ja nichts, ne? Der will halt so. Der ist hier so verstrahlt. So. Wo ist er? Jetzt war der gerade so nah und jetzt bin ich schon wieder so weit weg. Ah! Hier ist ein Geysir. Und? Hallo? Hallo, Geysir? Tja. Das hört sich irgendwie, wenn man gebraten wird, von der Strahlung, hört sich das ziemlich nach... Sony Dragon liegt. Ach, Subi. Nach verbrannten Haaren an. Kommst du nochmal zurück, Wally? So ist das. Ist voll schön, Leute. Das Lunargebiet ist echt geil. Ich würde auch gerne hier mal bauen. Aber es ist, glaube ich, eher was für wenn man Tech-Zeugs gedüdel hat. Zum Teil brauchst du es auch wegen diesen Strahlen da. Hier gibt es übrigens auch total coole Höhlensysteme. Ich gehe da mal runter. Wenn du auf den Boden knallst, dann haust du nochmal so auf wie so ein Flummi. Boing. Boing. Wie viel Leben habe ich noch? Es geht. Ich habe noch keine bösen Tiere erlebt. Noch kein einziges Tier gesehen. Es gibt da ja auch nur Tech-Tiere, ne? Außer diese Wale da. Ja, aber kein einziges Tier. Er ist leer, jetzt setzt sich gerade in die Höhle. So, jetzt bin ich in der Höhle drin. So sehen die Höhlen aus. Voll geil, ne? Sind echt schön. So. Boah, ich hab ein voll geiles Gebiet gerade. Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch überlebe. Er lädt sich wirklich von jedem Gebiet zum jedem Gebiet. Ach, zum Glück habe ich das Primate nicht zum Gammeln benutzt. Boah, ist das schön hier. Guck mal ganz kurz im Stream. Die Höhlen sind mega schön. Wow. Also hier muss ich mal Fischernetzen mitnehmen. Guck dir das mal an, ganze Techfische hier. Ja, es ist schon nice. Gute Nacht, Cobra. Cobra, gute Nacht. Das ist ein Glitch. Ich will den Glitch. Oh. Störung, nichts, nein, schnell drauf. Ach, das geht. 5% hochfressen, das ist okay. Störung ist die Folge nicht genehmigter Forschung. Nicht meiner, das schwöre ich. Oh Mensch, haben wir noch gut was geschafft? 4 Stunden. Wo der Homo Deus sich gerade befindet. Ganz nebenbei, die Kurzantwort lautet: Wir wissen es nicht. Die Homo Deus haben sich weitgehend aus unserer Realität entfernt. Deshalb sind Fragen, die mit Wo beginnen, nicht wirklich relevant für Sie. Ich weiß, einige von Ihnen haben eine Verbindung zu den Arks in der Umlaufbahn aufrechterhalten, nachdem sie aufgestiegen sind. Dann gibt's auch noch Helena, den Homo Deus, auf dem ich basiere. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Ja, sie konnte nicht mit. Ob man hier drin bauen kann in dem Höhlensystem? Ja, soweit ich weiß, ja. Ob es irgendwelche Sperrungen gibt bei manchen Gebieten, das kann ich euch nicht sagen. Oh, hier sind sie wieder, diese, wie heißen sie nochmal, die blöden fliegenden Dinger, die Nisika heißen die, glaube ich, ne, oder?
Diese Tentakelviecher von Aberration? Ja, nicht nur die fliegenden Teile von Aberration. Naja, die immer auf dich zugestürmt sind, wenn Licht war. Ja, Seeker, ja. Seeker. So viel klein Viehzeug. Aber das sind Tentakelviecher, die haben im Mund so viele Tentakelchen. Ja, stimmt. Blah. Hast du gerade, wo du sagst, macht er sein Maul auf. So, jetzt komme ich. So kleine Cthulhus. So, jetzt bin ich tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin eigentlich gar. Oh Gott, jetzt geht's los. Sie haben mich entdeckt. Geh weg von mir. Seeker sind hinter mir. Drohnen sind hinter mir. Weg von. Blah. Ah, da ist ein Geysir. Genau dich habe ich gesucht. Ah, geh weg, du blöde scheiß Drohne. Ihr seid so langsam. Ihr könnt da von der Drohne nicht weglaufen. Komm, Geysir, schieß mich in die Luft. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Da guckst du doof aus der Wäsche, ne? Da guckst du doof aus der Wäsche. Oh, da ist noch ein. Okay, also was gibt es hier unten? Es gibt hier alles Tech-Tiere. Es gibt, wie heißen sie nochmal? Diesen komischen Wal, den neuen. Nee, wie heißen sie nochmal? Die aus dem Boden rauspurzeln. Warrens? Nee. Die denn aus dem Boden raus? Die schwängern. Was sind die jetzt hier oder Standard? Die sind hier auch dabei, die Reaper. Ah. Aus dem Boden raus, Prozess. Oh Gott, hier wieder Raptoren. Oh Gott, schon wieder so einer. Springt, Ex. Oh, springt zum Raptor, der ist sicherer. Oh Gott. Nein. Nicht an die Kante. Los. Puh, das war knapp, Leute. Übrigens, was ich kann, das heißt, ich kann ja in der Schwerelosigkeit springen. Kann der Raptor auch. Und das Schöne ist, das nutzen die auch noch aus, die blöden Schweinebacken. Die springen dann auch in die Luft und fliegen dann hinter die her. Wo war denn der Glitch jetzt gerade eben? Ich wollte doch gerade was gucken. Alles Tech-Zeugs hier. Ah, da, guck, das ist ein Reaper. Guckt euch, da ist er. Hab ich einen Reaper. Eine Reaper auf, wie Dreck. Da ist er. Finger weg, du. Dich werde ich auch noch zähmen. Dich will ich zähmen. Oder du machst mir Babys. Das weiß ich gar nicht. Gibt es eigentlich Reaper Queens? Dass man sich Babys machen kann? Ich hab keiner. Ich hoffe es. Ich hab die Reaper sehr gemocht aus Aberration. Aber ich hab keine Ahnung. Weil es gibt halt auf jeden Fall Reaper. Die hat man auch im Trailer gesehen, ja. Aber ob es Reaper Queens gibt, das ist kein Plan. Keine Ahnung. Ich hoffe es irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich hoffe es so ein bisschen. So ein Reaper für zu Hause. So ein Reaper für hier vor dem Kammergebiet stehen haben. So, jetzt wisst ihr ungefähr, wie das hier im Lunargebiet aussieht. War jetzt auch nur mal zum Zeigen. Ich bin sowieso jetzt gleich tot. Aber schon wie geil. Aber das ist schon richtig, eine richtig große und geile Welt. Ja. Ist auch am schwierigsten. Wenn man so sieht. Wie geil ich immer einfach so wie so ein Flummi auf den Boden knalle und dann weiter hüpfe. Moin. So, das war's. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen, Leute. Weil es ist very wenig Leben. From myself. Okay. Ich esse Schokolade. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Ocean-Gebiet und zeige euch nochmal ganz kurz die Schildkröte und dann gehe ich wieder ab nach Hause. Bau uns mal Türen. Brauchen wir die? Immer noch keine Türen. Oh. Also ich würde schon auf mindestens zum Haupteingang eine Tür haben. Zu den Balkons können wir von mir aus die Tür weglassen. Wir haben ja hier keine Bienenschwärme, die uns nerven können. Kannst du mich mal ganz kurz zu dir porten? Du
Da hat nämlich jemand genau in dem Spawngebiet gebaut. Ei, ei. Und ich bin genau in seine Tür gelandet. Ich hänge jetzt zwischen Türrahmen und draußen fest. Ja, warte. Mach ich. Das. Ja, okay. Das ist Soweit nicht gut, wenn man da baut. ich weiß, gibt es nur Unterwasser-Bosse. Und das sind noch nicht mal richtige Bosse, das sind einfach nur große Tiere, die man bekämpfen soll. Einfügen, zack. Juhu! So, hier? Benni, Dankeschön. Nee. Kurz war ich weg und dann bin ich wieder da gewesen. Hab dich aber geportet. Ich glaube, du kannst mich nicht porten, weil ich glaube, ich irgendwie in der Wand festhänge. Ich probiere noch mal. Ja, der macht das, dann wird schwarz kurz. Und jetzt hänge ich bestimmt wieder im Türrahmen fest. Ah ne, jetzt bin ich da. Okay, ich wollte gerade den Killbefehl für dich machen. Sicher, dass du da bist? Seh dich nicht. Ich war ganz kurz da und jetzt hänge ich wieder in der Tür drin. Warte, mache ich mal. Ich versuche es mal selber, ich selber. Mit TP-Command. Ja, Sekunde. Ich Kannst habe ja mich auch. Das Ding ist raus, ich durch. habe mich rausgeghostet. Okay, sonst hätte ich jetzt einfach einen Kill-Command gemacht. Nein, nein, ich habe mich rausgeghostet. Oh nein, ein Angulo greift unsere Spikes an. So. Oh ja, Ach, dafür guck mal, sind sie ja da. hier bin ich ja schon gestorben. Weiß gar nicht wieso. Ah, das ist der liebe 44er Angulo. Naja, der stirbt jetzt leider an den Spikes. Kahnausbruch. Weißt du, Liegen. was mega cool ist? Du hast ja hier im Biom ja bestimmt schon gesehen, es gibt ja öfters mal so Steinplatten, die so rissig sind. Und jedes Mal, wenn Vulkanausbruch ist, fangen die an zu dampfen. Kommt da Ja, Dampf raus. das habe ich auch schon gesehen. Die Risse meinst du, ne? Ja, das sind Das immer ist so ganz cool kleine gemacht. einzelne Steinplatten. Die hört man Du ja dann auch hörst es auch immer. immer, dieses. Oh, armer Hier ist eine von den Freund. Riesenschildkröten. Ist gerade aber ein bisschen noch diesig, weil es noch nicht zu hell ist. Aber ich zeige es euch mal ganz kurz. Darauf kann man bauen. Das ist eine schwimmende Insel. Ich finde die ein bisschen schade, weil die haben die ganze Vegetation, die auf der wachsen sollte, eigentlich entfernt. Hallo Schildkröte. Darf ich auf dir drauf? Ohne dass der Hai mich frisst. Oh nein! Ich habe gesagt, ohne dass der Hai mich frisst. Jetzt nehme ich doch mit, du blöde Kuh. Ich bin gefressen. Ja, die fressen, Mann! Schwinde. Pass auf, Überlebender. Die Und die Tiere mag mit dich anscheinend X nicht. sind wohl nix. Ne, die sind, meine ich, die sind übrigens auch richtig stark. So, ich gehe mal jetzt wieder zurück in mein Gebiet. Ende jetzt hier. Ich habe auch mal deine Rüstung und alles repariert. Als ich in der Werkbank lag. Ah, endlich wieder Herr Aber Tom. bei der Schildkröte ist wirklich schade, dass das Dings da fehlt. Die Vegetation Das ist auch aufgrund. doof, ja? Find ich blöd. Die haben es ja im Trailer gezeigt, dass er eigentlich Vegetation auf dem Rücken hat und bla bla bla, und das haben sie leider entfernt. Finde ich schade. Ist das meins, meine Longneck? Das ist egal, ich habe bisher nur eine Ach so, gemacht, nee, weil uns Metall fehlt. Würde ich eh nicht mitnehmen, nur wenn was Ernstes ist, am besten so rausholen. Den Solid Dragon hast du schon abgeschossen, ne? Ja, der liegt schon. So, jetzt stehe ich eine zweite her. Jetzt kannst du die dann auch mal rausnehmen. Eine von beiden immer. Hast du ihn reingebracht in die Zähmfalle, oder? Ja, ich habe den von eine ganze Ecke von hinten gezogen und dann rein. Aber den musste ich halt mitnehmen, der war 120. Da kommt's. Na doch, kommt's aber noch. Mal von hier gucken, der ist lila. Lila mit roten Spitzen. Oder kommt das durchs Blut? Ne, das kommt durchs Blut, aber der ist lila. Auf dem Rücken. 30% haben wir ja schon. Ja, der kriegt immer circa 5 dazu pro Kibbel. Ja, Kibbel pro Prime Meat. Es ist übrigens Tag, auch wenn man das jetzt nicht so unbedingt sieht, aber man sieht da hinten so Sonnenstrahlen rausgucken. Ja. Aber es ist genau richtig, wie wir gekommen. Warum? Während des Vulkanausbruchs.
Ich habe gerade meine ganzen Pfeile irgendwo gelagert. Autsch. Autsch. Aus Versehen, genau. Ihr habt die irgendwie alle weggelegt. Ich schmeiß die Pfeile mal in die erste Kiste von mir so mit. Kann sein, dass ich mit den 10 Pfeile aus. Mit, ja, doch, ich glaube, deine 10 Pfeile habe ich genommen für den. Ja, ist nicht so Dragon, weil ich nicht wusste, wie viel der braucht. Aber ich werde trotzdem mal die erste Kiste die ganze Munition reinpacken. Also, da liegt immer noch eine Pike für dich drin, ne? Ja, lass ruhig drin. Ich nehme das gleich alles raus. Ich baue jetzt noch schnell zu Ende. Hallo Clown! Ja, ach, das ist halt für den Nahkampf. Man kann nicht bei Genesis fliegen. Man kann es aber einstellen. Aber ich muss dazu sagen, die haben was angedeutet, dass da eventuell noch was kommen soll. Bezüglich auf Fliegen. Weil es wurde so gemunkelt, also das wurde von der Community Managerin so in Anführungsstrichen so mit Zwinkeräuglein gesagt, von wegen, da kommt noch was in Bezug auf Fliegen auf Genesis. Weil irgendwie wurde vorher gesagt, es gibt ein paar Gebiete, da sollst du fliegen können und es gibt halt Gebiete, da ist es komplett verboten. Zum Beispiel Lunarbiom wäre es komplett verboten, außer der Wal. Wer weiß, was in Part 2 passiert. Weißt du, was ich meine? Part 2 Genesis. Vielleicht kann man ja in einem neuen Gebiet, kriegen wir vielleicht ein neues Gebiet, wo man dann fliegen kann. Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du dann nur fliegen. Das wäre was. Das wäre auch mal Inseln. Was Interessantes. Mit fliegenden Inseln. Fliegende Inseln. Und du kannst nur mit Fliegern dahin. Wäre bestimmt auch mal interessant. Aber es wurde halt sowas angedeutet. Das war nämlich irgendwie mal die Vermutung, dass bestimmte Biome nicht befliegbar sind und bestimmte dann doch. Also kann sein, dass sich da noch was ändert. Muss aber nicht. Das ist halt so mit zwinkerndem Auge bestätigt worden, dass da eventuell was kommt. Hallo? Hallo. Guck dir jetzt zu, du raus. Ja, das ist nur das obere Teil. Das können wir einfach jetzt dann als Bett nehmen. Reißen wir die Betten unten bald ab und bauen da oben die Betten hin. So haben wir dann nur Schlafgemach oben. Leder und dann haben wir wieder Platz für andere Geräte. Ich konnte Helena wieder Hallo sagen. Soweit ich weiß, kannst du, glaube ich, der Helena einmal im Spiel einmal Zyklus pro Spieltag machen. Hat auch jemand in deinen Kommentaren geschrieben. Ah, siehst du. Habe ich nämlich heute auch gesehen. Und dann hat der Stone gesagt, das habe ich dir aber auch schon erzählt. Ja, man hört ja meistens auch leider nicht immer so oft. Das ist immer, wenn wir aufnehmen oder so, da ist ja immer so voll der Channel meistens. Wird ziemlich viel gequatscht und ich weiß gar nicht warum. Weiß nicht. Jetzt mittlerweile haben sie sich wieder aufgeteilt, alle mal so. Da unten in den Channels. Vorher hingen sie auch alle in einem großen Channel. Aber das ist echt schlimm, wenn du irgendwas mit jemandem bereden willst, kommst du gar nicht zu. So. Okay. Hier das Dreieck. Könnte ich eigentlich noch hier reinquetschen. So, ich hoffe, dass es die richtige Dreieck-Ecke ist. Nie mache ich die richtige Ecke. Das ist eben die andere Ecke. Oh, ist okay. Hätte ich auch Stein machen sollen. Oh, na, so 39 Leute mittlerweile bloß noch. Bitte? 39 Leute bloß noch online. Ja, es wird ja langsam spät, die meisten gehen ja auch gerade gleich pennen. Oh, es ist für die Eins. Ich gehe aber auch gleich ins Bett. Wir machen nämlich jetzt gleich auf Schluss. Ja, ich werde, wenn du rausgehst, wenn bis dahin der Zorni fertig ist, dann werde ich noch den Zorni abwarten. Hier reinstellen, dann werde ich auch rausgehen. Okay. Ach so, nettes Haus. Find ich eigentlich ganz nett gebaut. Ja, für. Wie lange saßen wir jetzt dran? 4 Stunden oder so? Aber haben halt noch alles Mögliche zwischendurch gemacht. Weniger als 4 Stunden. So nett. Und dann während das noch 10 ist doch alles. So. Und es ist halt zum größten Teil schon aus Stein. Ja. Und das ich finde das Treppenhaus hier draußen ganz nett. Ja.
Nur die Betten hier oben jetzt gleich noch schnell rein. Und dann können wir da unten. Hast du Betten gelernt, oder? Nee, du hast doch die Betten hier gemacht. Kannst du nicht aufheben. Ex, das ist nicht mehr S10. Wir haben nicht mehr diese Deko-Mod, wo du die Betten die ganze Zeit aufheben konntest. Brauchen wir doch nicht. Wir haben noch genug Materialien, um Betten zu erstellen, oder nicht? Ja, ich meine, deshalb habe ich dich ja gerade gefragt, ob du Betten gelernt hast. Nee, habe ich noch nicht. Deshalb, dann crafte ich die jetzt schnell nochmal. Wo ist Stone und Akuma? Stone und Akuma spielen im Moment, wie alle anderen, auf dem Metalbacker-Server. Das ist der interne Community-Server. Wo ist ja. Das ganze Fleisch? Ne? Ja, Räucherkammer. Schmeiß ich das mal rein. Ich ernähre mich zurzeit noch vegan. Oh mein Gott, ich schreck mich doch nicht so. Moin. Wer ist denn das? Oh, Colin, hi. Soll ich ihn einladen? Ja. Also in die Allianz. Wie du möchtest. Ist Wurst. Dafür müsste er sich einen Tribe machen wegen Allianz. Achso, okay. Du hast mir eingeladen, ist okay. Na, alles fit? Wie läuft's im Moor? Man versteht den Krillin einfach nicht. Aber das Gute ist, Dex, wenn der Krillin im Tribe ist, als wir beide mal länger wieder nicht online sind, verfällt das Haus nicht. Wegen Offline-Schutz und so. Krillin, sag nochmal was? Strikes sehen richtig gut aus hier im Lava-Gebiet, die sehen richtig cool aus. Jetzt hört man ein bisschen besser. Du hast rein zufällig den Benny gerade eben gehört im Stream. Du bist ja automatisch jetzt unser einziger Tribe-Mitglied. Wenn wir mal nicht da sein sollten für ein paar Tage, mal ab und zu mal hier vorbeigucken. Also Essen müsste ja eigentlich da sein. Geht klar. Einfach nur, Krillin guckt ja, denke ich mal, einfach nur damit halt das Haus wieder in sich zusammenbricht, falls wir denn doch mal, eine Woche oder so nicht da sein sollten. Hier, da muss ich noch eine Wand bauen. Dass du dich mal kurz herportest, Bed-Travel machst und dann super, Tom, und nachguckst, ob noch alles liebst. Ob noch alles lebt und dann, ja, passt das. Hier wohnen brauchst du nicht. Also da zwingt dich keiner zu. Aber warum das denn? Was wollte ich tun? Die Betten oben aufstellen. Ach, danke schön, genau. Juhu! Würdest du nicht sagen, jetzt haben wir Pickela. Nämlich gerade keine Betten. Ich mag das Tequila. So, wir haben zwei Schlafbetten hier oben jetzt. Ach, ich finde es gut hier. Finde ich ein nettes Gebiet. Ich mag das auch hier, was wir gebaut haben. Ist alles ganz gut gelungen. Und wir haben irgendwie das ganze Gebiet vor uns hier. Irgendwie ist keiner hier, ne? Also viele sind, glaube ich, abgeschreckt von dem Gebiet. Dabei dadurch, dass das hier alles so kahl ist. Und ich finde, das irgendwie hat... Es hat aber trotzdem... Wenn du mal guckst, Dex, da vom Balkon, du kannst genau auf dieses diesen Lavafluss, der runtergeht. Nicht nur das, du kannst auch wunderbar auf den Vulkan gucken, wenn der ausbricht. Ja. Ich finde irgendwie, das Gebiet sieht kahler aus, als es wirklich ist. Aber ich finde das Moorgebiet sehr, sehr schrecklich. Also schrecklich kahl, düster und dunkel. Also da, wo die ganzen, Bloodstalker spawnen. Ja. Das Gebiet, also das mit riesigen Bäumen, wie die da alle ineinander greifen, mit Steinen verbunden und bla. Das ist schön gemacht. Das hat was. Aber es ist ziemlich nervig, da durchzulaufen. Oft man da einfach angegrabbelt wird von so einem Bloodstalker dann. Aber das ist echt, das haben sie echt gut gemacht, finde ich. Bin ich mit am Busch. So. Dex, wenn du, je weiter höher du den Vulkan gehst, desto dichter wird dieser Fluss immer von dem, von der Lava. Ja, ich konnte aber nicht weiter wegen Basilisk, der wollte mich nicht vorbeilassen. Ja, das ist halt, je weiter du hoch gehst, desto schlimmer wird es. Irgendwann spawnen da ganz oben gefühlt, spawnen bloß noch Rexe, Magmasaur und Basilisken. Da, gute Nacht. Sogar Giga auf der Karte. Und alle, die noch ins Bett gehen. Hallo, Rothaar, schön, dass du da bist. Alles so spät, was ist denn los? Oder bist du schon was länger da und ich habe das noch nicht mitbekommen? Oh, ich habe ja keine Pfeile bei. Wie gesagt, erste Kiste. Oh ja, jetzt bin ich schon weitergelaufen. Ich gehe mal ganz kurz zur Lava. Ups, ein T-Rex. Mann, lass mich echt wie heute nicht vorbei. Mal irgendwie mal
Boah, der T-Rex ist so geil, ey. So verdammt schön. Boah, guckt euch den T-Rex an. Aber du hast recht, den Klim versteht man nicht. Du musst, du kannst aber übrigens die Stimme lauter stellen von ihm, ne? Im Game. Bei den Einstellungen direkt oben links kannst du dann Musik, bla 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 und Spracheinstellungen. Oh nee, das mache ich nicht. Dann werde ich immer von Raffi angebrüllt, wenn ihr Mikro wieder an ist. Ja, bei Raffi ist das ja immer so, dieser Bug, das passiert ja öfters mal. Das erste Mal, dass ich einen Pulminoskorpius sehe. Du hast ja öfters gleich schon gesehen, ich nicht. Das erste Mal sehe ich das hier rein. Hier gibt's welche. Das waren vorhin nur ein Dreierpack, die sind mit mir zusammen in die Lava gelaufen. Oh, ich hänge jetzt hier fest. Ah. Das sind Steine, die du abbauen kannst. Ja? Ja. Okay. Ich glaube, ganz ehrlich, wir sollten den T-Rex zähmen. Was? Jetzt noch? Nee, jetzt nicht. Aber der ist einfach super geil. Der steht hier mitten direkt bei uns. Kann ich die schon mit der Helena... Das können wir machen. Aber dafür müssen wir mehr Pfeile haben. Hattest du mir den Spyglass? Hatte ich noch Dings liegen lassen, ne? Ist cool. Ja, in der Werkbank. Naja. Muss jetzt noch drin liegen. Okay, was hast denn du für ein Level? 68 ist auch gar nicht mehr so schlecht. Aber so ein T-Rex, so ein geilen, leuchtenden Vulkan-T-Rex? Ich finde die Designs hier von diesen X-Tieren am besten mit. Also persönlich finde ich die am besten hier. Dieses feuerrote, aber auch immer irgendwie blau dabei. Aber Benni, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg ins Bett. Homeland. Ja, ich werde bloß noch den Dingsbums abwarten, bis der fertig ist. Sonst vergammelt der da drin. Ich finde es schade, dass man dieses schwarze Wasser, dass das nicht heiß wird. Das habe ich mir aber auch gedacht am Anfang, also das erste Mal, wo ich überhaupt das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist einfach nur Öl, weil da ja auch überall Ölsteine sind. Mhm. Dass es einfach nur so zum Aussehen da ist. Oh nein, das war das Trinkwasser, habe ich da rausgefunden. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn ein Vulkanausbruch ist, dann fängt das ja so ewig dolle an zu blubbern. Da habe ich mir eigentlich auch gedacht, dass du eigentlich Schaden kriegen solltest, wenn du da reingehst, weil es zu heiß ist. Und wenigstens Hitze. Das, also so einfach ja. Hitze. Du kannst es zwar trinken, okay, aber es ist zu heiß. Ja. Das ist wirklich schade. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ich muss mal unsere Base schützen, wenn nämlich jetzt doch mal so ein T-Rex-Angriff kommen sollte. Dann soll er wenigstens nicht direkt... Ach, ziehst du noch eine? Eine Reihe. Also hier von der Seite ist okay. So, die setze ich mich jetzt so rein. Auf Kampfwehre hier reinlaufen. Aber wenigstens hast du hier so noch mal so vielleicht eine kurze Chance vom... Die Rechse kriegen das zwar kaputt, aber hatte ich am Anfang auch auf dem Meta-Server und die bleiben da irgendwie immer hängen. Die sind da, die fangen dann, weißt du, du kennst es ja, wenn Rex auf was Kleines beißen will, dreht er sich ja die ganze Zeit einfach nur noch im Kreis. Ja. So ist es bei den Spikes irgendwie auch, die stehen dann oben auf den Spikes, kriegen die ganze Zeit Schaden und fangen an sich zu drehen. Okay, Krillin ist... Oh, der geht ins Eisbiom. Geht ins Eisbiom und ich gehe jetzt ins Bett. Ich passe auf den Tony auf. So, ihr Lieben, das war's erstmal heute für den Stream. Ich habe ja gesagt, so zwischen 12 und 1 Uhr ungefähr gehe ich ins Bett. Und das ist jetzt genau die richtige Zeit. Wir haben ja gleich halb eins. Ich muss ja morgen früh raus, ihr wisst Bescheid. Nicht vergessen, Leute, am Sonntag geht es wieder in die Horror, Dex Horror Night. Und dann müssen wir immer noch Home Sweet Home zu Ende spielen. Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock. Das ist so Horror, ey. So Horror. Aber es ist eben Horror Night, deswegen machen wir das. Ich sag erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für die ganzen Follows, danke für die ganzen Abos, danke für die ganzen Cheers. Donations waren zwar keine, aber trotzdem danke schon dafür. Und für die ganzen neuen. Ne, Lost in Vivo haben wir zu Ende gespielt, Snailfar. Wir spielen jetzt gerade Home Sweet Home. Kannst du alles bei YouTube sehen? Das sind die ersten 6 Folgen. Und danach geht es jetzt am Sonntag weiter. Weil ich war ja letzte Woche krank am Sonntag und deswegen konnte ich den Stream dort nicht weiterführen, aber das werde ich jetzt nachher machen. Ich sage auch mal in den Chat, gute Nacht. Nacht, Chat. So, und ich lege mich hier oben hin, in die Bett.
Abreise ins Bett legen. So. Jetzt aber rein. Dex liegt im Bett. Euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann am Sonntag. 21.30 Uhr, ihr wisst Bescheid. Ich den Dex unsinnig an, als wäre der hier bewusstlos auf dem Server ist. Du bist gerade ein bisschen leiser. Bist weg vom Mikrofon. Nee, ich habe mich gerade kurz gemutet, weil ich husten musste. Und ich wollte nicht ins Mikro brechen. Aber ich bin jetzt raus. Bis dann. Und tschüss. Tüdelü.